Ich möchte jetzt in die Pomicino gehen, Chat. Zeit, etwas GTA zu spielen. Denn wir haben es gestern nicht hinbekommen und ich muss heute die Scheiße aufräumen, die gestern runtergefallen ist, bestimmt. Wie immer muss ich das tun. Welche Fraktion ist vom Server gebannt worden? Es ist eine Fraktion vom Server gebannt worden? Okay, mal gucken. Zweiter Gruppierungsbann. Trotz mehrerer Gespräche und ein wenig Einsicht der Beteiligten flatterten weiterhin fleißig Tickets rein, täglich mit Clips zu Gesprächsverläufen, die inhaltlich einfach nicht schön anzusehen und anzuhören waren. Einfach nicht zu diesem Punkt und zu dem Projekt passen. Diesmal keine abschätzige Bewertung meinerseits über den geringen Wortschatz, mit dem die SpielerInnen ihre Charaktere geformt, gestaltet und bespielt haben und diese für ein längeres Verbleiben auf dem Server nicht erweitern, verändern oder verfeinern wollen. Ich sag, es sind die Blauen. Die wirkten wie Trottel. Kann auch sein, dass es die... eigentlich nicht. Ich glaube, es waren die Blauen. Nee, das ist eine ganze Gruppierung, die gebannt wurde. Also es ist nicht eine Person. Also ich kann euch sagen, die Polizei war es auf jeden Fall nicht. Wir werden sehen, ob ich recht hatte, aber ich glaube, es ist ziemlich klar zu sagen, dass es wohl Los Blauers war, oder? Wer waren die Blauen jetzt? Ich glaube, die Blauen waren Teil der Gruppe, die ins Polizeidepartement wollte, weil sie sich als DOJ-Mitarbeiter ausgegeben haben. Ich glaube, das war ein Teil der Gang. Aber ich kann mir nicht vorstellen, also sonst sind die bei mir nicht in Erscheinung getreten. Ich habe das Crime AP hier nicht zerstört, Chat. Das würde ich nochmal dazu sagen. So, ich glaube, ich habe gestern... Gestern war doch Dienstag, oder? Ja. Ich glaube, ich habe gestern die Bewerbungsklasse verpasst. Unangenehm. Ah, fuck. Sorry. Hallo? Alles gut? Ja. Tori! Digga, direkt verhaften, Digga. Will die... Sagen Sie, wollen Sie eigentlich festgesetzt werden oder wollen Sie heute noch in freier Wildbahn? Nee, wir wollen nicht festgesetzt werden, aber ich rede gerade eh schon mit dem Anwalt. Haben Sie ein Anliegen? Haben Sie ein Anliegen? Ja, es ist... Ja. Sie haben sie gerade geschnitten und wir haben uns entschuldigt. Das ist, wir haben nicht nach hinten geguckt beim Wenden. Das tut uns leid. Ja, das ist wundervoll. Dann fahren Sie weiter und bitte nicht auf der Gegenfahrbahn. Das ist nicht die Gegenfahrbahn. Abend. Was für Flachzangen ist das denn? Ist heute Flachzangen Mittwoch oder was? Rüger, ich grüße Sie. Hallo, Chief. Ich rede eh schon mit einem Anwalt. Ich denke, hä, what the fuck? Warum muss man mit einem Anwalt reden, wenn man nichts gemacht hat? Ach Gott, Digga. Weißt du was? Direkt Statement setzen. Ist mir jetzt auch egal, ich gehe jetzt rein. Scheißegal. Werden die aus ihrem Sportwagen getasert. Mit dem Langwaffentaser. So, gucken wir mal. Oh Gott, 4 Nachrichten. Oh, scheiße. What the f... Wait, what? Hä? What is this magic, Alter? Es gibt ein Stuhlskript. Das ist ja wild. So, okay. Rüger. Ja. Haben Sie was für den Appell heute? Für heute tatsächlich gar nichts. Okay, hatten wir denn gestern Appell? Ich war nicht da. Wir hatten gestern keinen Appell. Okay, dann denken Sie sich mal ein paar Themen aus, das, was Sie für relevant halten, irgendwas, was auf der To-Do-Liste ist, was Ihnen nicht gefällt, wo wir nochmal darauf hinweisen müssen und so weiter und so fort. Ah, ja, doch, gerade wollte ich sagen. Ich habe gestern einen Vorfall. Gestern sind wohl zwei, laut Aussage nach einer Streife, zwei schwarze SUVs voll besetzt durch die Stadt und auch durch den Norden gefahren und haben hin und wieder Leute ausgeraubt. Und dann kam es zum frühen Abend zu einem Einsatz, der gelinde gesagt sehr peinlich fürs PD gelaufen ist. Denn man hat zwei schwarze SUVs, anscheinend wohl die einzigen schwarzen SUVs, die es in der Stadt gibt, bei Auto Exotic angetroffen. Und man hatte es dann für richtig gefunden, sämtliche Streifen, also es waren zumindest 8 Streifen vor Ort, wenn ich richtig gezählt habe, dorthin zu beordern.
und 4 bis 6 Leute, ich weiß es gar nicht mehr genau, zu kontrollieren mit einer Mannstärke von 20 bis 25 Officern. Soweit ich weiß, war der Herr Johnson, also nicht Education Johnson, sondern die, lassen Sie mich kurz nachschauen. Die, wo ist er? 86 Matthew Johnson, ist Officer 3. Er hat die Einstellung übernommen und wollte dann irgendwie die Leute festsetzen und die Fahrzeuge beschlagnahmen, weil die nicht angemeldet waren. Fakt ist allerdings, dass wir diesen Leuten dort vor Ort nichts nachweisen konnten. Ja. Nichts gegen den in der Hand haben. Ja. Walkow ist fast an die Decke gegangen, ich bin an die Decke gegangen. Zwei Education-Kollegen, Frau Sato und Herr Pawlowski, wussten auch nicht genau, was sie davon halten sollten. Ja, ja, ja. Das ist vielleicht etwas, was man vielleicht zumindest ansprechen oder untersuchen sollte, weil das hätte, also das ist katastrophal gelaufen. Gibt es dazu eine Akte? Es gibt keine Akte dazu. Ist ja auch nichts, ne? Die unangemeldeten Fahrzeuge, aber allerdings hätte man doch festsetzen können. Hätte man machen können, aber soweit ich weiß, wird das ja aktuell so gehandhabt, dass man die darauf hinweist oder vielleicht zum Gewerbeamt begleitet und dass sie vor den Augen der Kollegen die anmelden. Haben Sie das gemacht? Das weiß ich nicht, weil ich habe dann dafür gesorgt, ich inklusive, dass die Hälfte der Streifen mal abzieht, weil ich brauche keine 8 bis 9 Streifen für 6 Personen. Ja, Herr Krüger, aber das ist ja nicht so schlimm, dass da mehr Streifen unterwegs sind, wenn Sie die Meldung haben, dass da 2 SUVs ständig Leute ausrauben. Ist doch okay, wenn die Leute vorsichtig sind. Die Frage ist jetzt, haben die Streifen die Fahrzeuge begleitet, das anzumelden? Das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich fand es einfach nur schwierig, weil das Bild hätten Sie mal sehen müssen. Vermutlich die Täter, vermutlich nachweisbar war es nicht, die da stehen und ja. Um die herum, 4 bis 6 Leute um die herum, auf einmal 20 bis 25 Officer. Aber ich verstehe jetzt noch nicht den Kritikpunkt, dass Sie finden es schlecht, dass so viele Kollegen darauf reagieren? Ich verstehe nicht, was ich fand es hart übertrieben, um ehrlich zu sein. Aber das woher sollen das die Kollegen wissen, also ich weiß jetzt noch nicht genau, Krüger, wenn Sie das dann aufgelöst haben, ist doch gut. Also wo ist denn jetzt wenn da viele Kollegen anfahren und dann löst man das auf, dann ist es doch in Ordnung. Oder nicht? Ich musste das ja zwangsweise auflösen, nachdem das irgendwie nicht passiert war. Nachdem da keiner geschaltet ist. Ich habe es ja dann zwangsweise aufgelöst irgendwann. Okay, und unangemeldete. Okay, ich nehme das mal mit auf. Gerade der Umgang mit unangemeldeten Fahrzeugen ist relevant. Und die Verhältnismäßigkeit nehme ich nochmal so mit. Haben wir sonst noch was? Sonst war gestern eigentlich nichts, was vorgefallen ist. Okay. Oder was mir irgendwie bewusst aufgefallen ist, sag ich mal. Alles klar. Gut. Ist Huckleberry ist noch nicht da? Gut. Huckleberry ist da, der ist auf Streife. Er hat auch versucht, mich anzurufen. Gut, dann werde ich gleich mal in die Funke. Ist irgendwas am User-Interface anders? Die Animationen sind irgendwie flüssiger, oder? Was ist denn passiert? Ist irgendwas an den Animationen anders? Auf meiner Couch kann ich nicht sitzen. Wow. Fucking Disrespect, Alter. Okay. Ah ja. Der lümmelnde Lensch. Cool. Cool. Lol, der lässt sogar das Getränk fallen. Wild. Mr. Huckleberry. Mr. Chief. Kommen Sie ins Büro? Ich bin gerade unten am Hafen. Die neuen Fahrzeuge sind da. Oh, dann komme ich mal zu Ihnen runter. Ja, ich habe gerade schon Mr. Krüger beauftragt, einen Bus beim Taxi zu bestellen, dass wir möglichst viele Officer hier runterfahren können, weil es sind, ich glaube, in Summe 75. Okay, alles klar. Dann werden wir da mal runterfahren. Ich schließe mich dem an. Ja, irgendwie schon mal alle ein paar Streifen einsammeln, dass wir so einen Bus voll kriegen mit Officern. Genau. Die dann Fahrzeuge hochfahren. Die werden gerade nach und nach angemeldet. Das heißt, bis Sie hier sind, haben wir schon mindestens die ersten 20 angemeldet. Alles klar, dann gebe ich das im Funk mal durch, dass die Streifenkollegen dann auch einfach die Fahrzeuge runterfahren sollen. Das können die auch in der laufenden Streife machen. Ja, ja, klar. Gut, danke. Ja, aber es muss mit Marino immer abgeklärt werden, sonst rastet der aus. Er hat hier eine Ordnung drin. Ist Marinos noch nicht da, glaube ich. Doch, doch, ich sehe ja hier neben ihm. Ach so. Weil wir nummerieren diesmal die Fahrzeuge durch, dass es nicht wieder so ein kunterbuntes Streife 8 mit einer 10-12 von Life Invader. Ja gut, dann ich rede mal mit Krüger, damit wir das organisieren können. Jo, großartig, danke Ihnen. P95-1041. Was ist denn Krüger jetzt hin? Hallo? Ja, ich bin Leitsteller, suchen Sie mich? Nee, ich suche Sie nicht, ich suche einen Krüger. Also der stammt gerade eben, da ist er, und telefoniert. Ach so, okay, ist klar. Also ich suche ihn auch gerade.
für Auto abholen. Kann ich bei Ihnen einen Bus bestellen? Also einen Linienbus. Beziehungsweise Chief, wissen Sie, ob die Rookie Class heute stattfindet? Okay, ich hoffe, dass sie stattfindet, aber das ist noch nicht fest, ja. Okay. Ich bin auf jeden Fall heute da dafür. Ja, genau, nämlich hat super, ich nur den. Einer von den Bewerbern gefragt. Der wird heute noch angerufen. Und Weber. Alles klar, sagen Sie das. Ja. Krüger, haben Sie den Bus schon bestellt? Gerade eben, ja. Alles klar, gut, dann werden wir allen verfügbaren Streifen jetzt erstmal 10, 19 PD geben, oder? Und dann fahren wir die 75 Fahrzeuge abholen. Ja, ist auf jeden Fall ein Bild für die Götter, sage ich Ihnen. Okay. 01 mit einer Information in den Funk für alle verfügbaren Streifen. Bitte geben Sie sich 10, 19 PD, damit wir gleich gemeinschaftlich die neuen Streifenfahrzeuge abholen können. 01 mit der Information für alle verfügbaren Streifen. Einmal 10, 19 PD, damit wir gleich gemeinsam die neuen Streifenwagen abholen können. 01 Ende. Das war ein wunderschöner Funkspruch. Hä? Ja, haben Sie sehr kompetent und langsam und deutlich wiederholt. Sie sollten sich doch mit sowas auskennen, Sato. Natürlich. Sie wissen doch, wie das an der Leitstelle ist. Ich wollte... Darüber definieren Sie mich, ja? Ich definiere Sie über die kompetente Leitstelle, die Sie machen, ja? Das ist schön, danke schön. Achso, ja, Lensch, ich habe übrigens wieder was für Sie. Oh, bitte keine Blumen. Geben Sie mir bitte keine Blumen. Diesmal ist es natürlich was anderes. Es sind bitte keine Blumen. Bitte schön. Oh, den brauche ich tatsächlich. Ja, bitte, ist gar kein Thema. Ich habe auch noch einen Auto-Repairs-Gutschein, wenn Sie den haben. Nee. Ich habe mich meinen Tuning-Gutschein für einem obdachlosen Kriminellen gegeben. Ich hätte noch einen 10% und 20% Gutschein für Teilnahme. Kann man die eigentlich zusammenlegen? Ich habe keine Ahnung. Wenn Sie den haben wollen, kriegen Sie den. 50? Nein, oder 70? Ich glaube, ich muss das anmelden. Geldwerter Vorteil oder sowas. Ich habe noch 30% Möbelpark-Repairs. Ich brauche das alles nicht. Warte mal, habe ich dir den nicht gegeben? Stimmt, ja. Wer kommt denn jetzt von der Taxizentrale? Wer genau kommt, weiß ich nicht, aber die bringen auf jeden Fall einen Bus vorbei. Okay, gut, dann fahren wir mit dem gleich rüber. Können wir uns noch einteilen lassen in der Streife oder ist das jetzt wurscht fürs Abholen? Das ist jetzt erstmal wurscht fürs Abholen. Das ist egal. Ja. Nee, ich wollte nur fragen, ne? Kann ja sein, dass wir das machen. Fahren jetzt darüber und dann holen wir die Sachen erstmal ab. Sind wohl eine Menge Autos. Ja, ich habe ein Bild gemacht, das ist großartig. Was mache ich denn jetzt mit meinen Blumen? Dann legen Sie die auf mein Büro, gehen Sie mal in mein Büro rein. Da ist eine Vitrine, da können Sie die in die Vitrine legen oder auf. Dann machen wir das so direkt, ne? Und dann was hat die denn mit ihren Blumen? Sie kriegt immer Blumen an der Leitstelle. Ah ja, stimmt, das erzählt. Ich krieg nie Blumen. Oh Gott, Moment. Tja, Krüger? Machen Sie sich mal Gedanken. Ja. Ja, die Dorfleitung. Kommt sofort, ja? Bis gleich. Bus ist da. Okay, dann sammeln wir. Ich sehe schon den Bus. Dann gehen wir raus. 01 nochmal mit der Information an alle verfügbaren Streifen. Wir treffen uns vor dem PD für den Übergang in den Bus. 01 Ende. Leitstelle, okay. Sie bleiben hier. Ja, natürlich. Und nochmal für die, wenn Sie Bewerber und Bewerberinnen sehen heute, einfach, ich bin heute da, wir werden das wahrscheinlich heute machen, ja? Genau, habe ich ihr gerade gesagt. Erstens nirgendwo definiert, nur so nebenbei. Verbrecheranwälte. Das war die ist schön. Keine Gesänge, bitte. Oh Gott. Ein Betriebsausflug. Also ich glaube 20 Jahre jünger. So. Die coolen Kinder sitzen hin. Einfach am Griff ziehen. Krüger, wissen Sie wohin? Ja. Gut, dann delegieren Sie mal den Busfahrer. Moment, da kommt noch jemand. Kollegen, während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Deswegen spreche ich auch jetzt mit dem. Wir müssen zu Paletti runter. Zu Paletti? Ja. Ist bei Paletti stehen die? Wir stehen bei Paletti am Hafen, ja. Ah, okay. Hallo. Sato, winken Sie oder kommen Sie mit? Was ist das jetzt hier? Ja. Einfach am Griff ziehen. Ja. Ja, offensichtlich. Kommen wir zur hinteren Tür. Ich bin das tatsächlich gewohnt vom Flughafen. Einfach am Griff ziehen, ja. An der Fahrertür rütteln, den Griff greifen. Genau. So, wollen die auch mit? Das so schön betonen. Kollegen, wollen Sie auch mit? Ja, wir kommen noch mit, der Kollege parkt mal eben ein, dann können wir los. Ja, Fahrzeuge holen. Los, rein hier. Ja, sagen Sie vorne mal. Auch die hintere Tür geht noch. Ja. Das geht alles, das funktioniert alles. Kommt an die hintere Tür. Fahrscheinkontrolle. Ja. Haltet eure Tickets bitte bereit. Butler, das gibt $60. So,
Alles klar, Feuerfall. So, der Transport für die Fahrzeugkontrolle setzt sich jetzt in Bewegung. Ja, dann wird die Fahrt mal los hier, ne? Achso, können wir ja auch mal. Für eine schöne Rundfahrt mit uns? Möchte jemand ein Lied singen? Nein. Ja, also ich kann auch hochfahren. Wir dürfen nicht singen. Das Sandy Shorts im Auto ist da. Da fahre ich eigentlich am meisten mit dem Bus. Das ist so, die kann ich auch aus dem FF. Da muss ich den Navi nicht, brauche ich den Navi nicht für. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Bus gefahren bin. Ich auch nicht. Das ist locker schon 20 Jahre her. Aber ich habe jetzt die Klappe. Ja, kommt der Flashback, ne? Ich dachte dann. Ja, ich fahre den relativ regelmäßig tatsächlich, den Bus. Ja, hier rechts finden Sie Diablo Customs. Das ist ein Torwart. Digga, was geht mir das jetzt gerade auch gesagt? Warum springt denn hier oben dieses Ding immer raus? Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen? Wie wird man Busfahrer? Macht ihr Busführerschein? Könnt ihr euch erstmal mit Minijobs über Wasser halten. Das funktioniert ganz gut. Kurz, möchte ich umorientieren. Job. Ich habe gehört, dass die sucht noch Leute. Also. Ja, was ist denn mit Astro? Ich hab hier oben das. Was soll das? Das springt die ganze Zeit raus. Nee, beim Taxi könnt ihr nicht arbeiten. Ich bin leider voll mittlerweile. Ach echt? Leider sehr leid. Ja, ist doch schön. Das ist doch keine. Du kannst doch kein Headset. Gibt's also. Es gibt ja das Quiz-Taxi. Gibt's doch einen Quiz-Bus? Ich bin voll gut in sowas. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten. Neun! Meine Allgemeinbildung ist schon ein bisschen her. Neun, oder? Ja. Ist da nicht einer weggefallen? Sind es nicht nur noch acht? Ach stimmt, ja, Pluto ist kein Planet mehr. Ja, Pluto ist kein Planet. Acht sind's. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere acht Planeten. Ja. Ja. Jetzt naja. So. Ja. Halt nicht mehr. Ja. Da hast du dir die Frage selber beantwortet. Ja. Ich bin am Busfahren, ich kann gerade nicht. Diesen Satz konnte ich mir noch nie merken. Ne? Ja, wir holen die neuen Autos. Das ist wie der Funkspruch letzten von Hobbs, nie ohne Seife waschen. Wir fahren nach Westen. Das war großartig, ich hab mich sehr amüsiert. Ich wollte euch schon mal auf das Bild, was ihr jetzt gleich seht, wenn ihr links rausguckt. Ja, ist geil. Ja, haben wir eigentlich den Bus den ganzen Tag gemietet jetzt? Weil wir müssen bestimmt noch ein paar Mal hochfahren. Ja, wir müssen bestimmt zwei, dreimal hin und her fahren. Es sind 74 Fahrzeuge insgesamt. Es sind mehr Fahrzeuge. Noch mal, was, so viele? Ja, die Anmarkt sind auch noch alle bei. Oh Gott. Boah. Ja, wenn wir 74 Autos haben, denke ich schon, dass wir nochmal vom Pili los müssen, oder? Ja. Ja. Das kriegen wir hin. Zwei, dreimal fahren, denke ich. Ich brauche mal 10,90 bei Paletti, du. Den Treppen. Ah ja, hier vorne. Mhm. Ach, was so? Liebe Zeit. Was ist da denn? Ja, moin. Zwei, drei Fahrzeuge. Alles klar. Oh, ich liebe diesen Job, ne? Ja. Am besten, wir fahren erstmal rum. Die rechts, die Fahrzeuge müssen als erstes weg. Die sind schon fertig. Da hinten, oder was? Genau, ja. Die abseits stehen. Die unter den Fahnen stehen. Alle Fahrzeuge, die ein Kennzeichen haben, können wir auch schon in unsere Schlüsselkarte setzen. Nicht. Ja. Gott. Wundervoll. Ich Partner kann nicht mehr. Zu Paletti und Partner, da stehen ganz viele Kopfkarren. So. Könnt ihr alle zu Schrott fahren? Ja, das heißt die Autos, Alter. Oh, wer hat das gesagt? Niemand. Ich glaube, das war Herr Morales. Ja. Also okay. Jetzt erstmal hier rechts hier. Na, dann fahren wir, genau. Steigen wir erstmal aus jetzt hier. Ja, oh Gott, perfekt. Kuscheln. So, für die Situation jetzt ist es so, dass eine Person ein Fahrzeug fährt und das dann direkt zurück zum PD, ja? Jawohl. Huckleberry. Abfahrt. Das ja, ist jetzt eine Ausnahme. Alle Interceptors hier, die noch oben sind. Alle aus dem Bus bitte mal. Alle Interceptors? Nee, alle Interceptors. Ja. Okay, dann alle, die im Bus. Das heißt, die Leute sollen den bitte. Interceptor zurückfahren. Ja, genau. Alle bitte einmal entspannen. Nun eins mit der Information, bitte, wenn Sie am PD ankommen, nehmen Sie einen Interceptor und fahren Sie mit dem wieder hierher. Die Interceptor müssen zurück. Klar, bilden Sie klar. Gruppen mit den Interceptern und fahren Sie dann wieder hierher. 01 Ende. Die müssen sich, glaube ich, nochmal entspannen. Alle. Perfekt, danke. Auch wieder immer eine Person einen Intercept. Machen wir einen Festpreis? Ja, Sie können einen Festpreis machen. Ja, machen wir $1,000. Ich bringe zu den Autos. So. Die beide braucht ein Fahrzeug, kommt mit. Dann fahrt er hin und her jetzt für euch. Machen wir 1,500. Ja, perfekt. Vielen Dank. Na, ich weiß nicht, ob wir sie noch brauchen, aber für den Fall fahren die sie da jetzt einfach wieder an. Vorne können mit ja, wir haben nur wieder zum 15 oder 20 Interceptors, also. Ja, ja, dann. Ich glaube, wir brauchen noch zwei Busrunden. Super, danke. Okay, dann. Schön. Dass sie da sind. Ja.
Ich habe Krüger schon gesagt in der Leitstelle, dass wir heute wahrscheinlich die Kadetten dann fertig machen, ne? Die neuen, ja. Die Grundklasse. Gut, ruft ihr die jetzt an, weil sonst hätte ich das gleich gemacht. Das würden sie dann übernehmen. Einige sind auch schon am PD. Und dann machen wir das. Alright. Sind das, haben so, die Kennzeichen? Grade, ja, ja. Also wir können auch gerade nur die bedienen, die Kennzeichen haben. Das ist ganz praktisch. Ah, das heißt, fantastisch. Das können die Gion gar nicht bekommen. Genau, haben alle von den neuen Buffalos schon Kennzeichen und die sind gerade bei den Landstalkern, also bei den großen SUVs. Dass die können alle schon mitgenommen werden. Sieht gut aus. Also ich hab mich, das ist ja unglaublich, das Bild, wenn man hier runterfährt. Naja, hier, Morales hat erzählt, 3 Containerschiffe. Schön. Schon beeindruckend. Lass uns mal gucken. Ja, ja. Das sind jetzt die, die wir aufgestockt haben, ne? Also die neuen. Von den Getesteten sind das die, die von den Kollegen auch für gut empfunden wurden. Den Landstalker XL haben wir aussortiert. Der vor sich richtig beschissen. Und was ist mit dem Caddy da? Mit diesem Pickup? Davon haben wir einen weiteren bestellt, falls wir ihn mal brauchen, aber sonst erstmal nicht. Zahl. Genau, wir haben hier diese Scouts, das sind diese kleinen SUVs. Davon haben wir 15. Dann hier eben diese neuen Buffalos. Davon haben wir 15. Parken Sie die alle unter dem Kran vor dem Palettegebäude. So, und von den großen SUVs haben wir auch 15. Das ist quasi unsere Hauptflotte. Dann haben wir, wie gesagt, 2 von den Pritschenwagen, 2 Grizzly. Ja, kein Moment. Tief, Ihnen ist da was runtergefallen. Mir ist mein Notizbuch runtergefallen. Ja, hey, ja. Ja, ich halte Ihnen das. So, sollen wir die von vorne können einfach abarbeiten? Nee, die brauchen ja Kennzeichen. Oh. Also eher von hinten. Chat, ich habe mein Mikrofon auch nicht richtig festgemacht. Was ein Kennzeichen hat, kann mit. Ja. Wie die 23-Szene noch wirklich. Grüße. Moin, Chef. Entschuldigung. das mit der Cam, das ist einfach nur ein Wackelkontakt hier. Das hatte ich schon mal. Keine Sorge, ich hatte das schon mal. Alles gut. Das ist nur ein Kabel. Hinweis von Badetti, bitte schützt den Bo hier im Gelände. Das ist keine Rennstrecke hier, fahren Sie langsam. Chat, macht euch nicht ins Hemd, alles gut. Ich hab doch gesagt, das ist nur ein Kabel. Was kackt ihr euch alle ein? Wie Gott, die Cam überhitzt! Oh nein! Kurze Information. Alle am Rumeiern. Interceptor aus dem PD mitgenommen. Wer jetzt nochmal hin muss, bitte den Bus nehmen. Der digitale Blackout beginnt. So. Ja. Die Doha-Bestellung ist ein bisschen ausgeufert. Die Granger müssen auch noch hoch, weil die müssen ja auch neu beschildert werden, ne? Dass wir die auch gleich mit hochnehmen dann. Naja, wir nehmen alles mit hoch. Alles, was da drüben steht, ist ja beschildert, oder nicht? Nee, das sind die Interceptors. Genau. Die Granger kriegen ja auch neue Nummern. Ah ja. Ja, funkt das durch. Achso, ich wollte. Die Kollegen, die jetzt noch am PD stehen, bitte die Granger mitbringen. Aber nicht die Unmarked. Nur die normalen Granger, alle müssen hier hoch, dass sie neu beschildert werden können. Ach. Warum haben wir so viele Unmarked Granger jetzt im Portfolio? Ah, ist vielleicht. Ich glaube, ein Teil davon ist auch dem SD. Hier stehen noch ein paar SD-Fahrzeuge. Ah, okay. Theoretisch haben wir bestellt 2 Buffalo, 2 Granger bei Stanier Unmarked. Bei den Stanieren gab es aber irgendwie eine Doppelung, weshalb wir 4 bekommen haben Unmarked. Und es könnte sein, dass die gleiche Doppelung auch noch bei den Granger passiert ist, aber dann dürfen wir auch im Maximum 4 haben. Das heißt, 2 müssen mindestens dem SD sein. 7, 10, 19, ja. So, nach hinten durch, von hinten die Buffalo STX bitte check hochbringen. Alles klar, ich korrigiere. Alle, die ein Kennzeichen haben. Wer heute den ganzen Tag damit beschäftigt, die hier rumzufahren. 26 mit Info, alle Granger sind jetzt vom PD aus auf dem Weg zum Palettin. Im Momentchen sind wir damit beschäftigt. Ich glaube, Marino ist morgen länger damit beschäftigt, die alle bei alle wieder auszuschalten. Ja, das fortzuführen. Und dann auszuführen. Der schief kriegt die Rechnung. Jawohl, ja, würde sich ja gleich freuen. Ich rechne es mal eben durch. Warte mal, das für das ganze Ding, da muss ich ja eine riesige Bestellung machen. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel auf dem Konto vom LSP haben. Ja. Ja, ausrechnen. $800 Überführungsgebühr. Überpackung. Ja, die mal etwa 75 Autos. Richtig auf einem Fahrrad mit weißem Pullover und Rucksack auf. Ist geflohen Richtung Norden. Wenn ich das im Kopf überschlage, sind wir bei schlappen $60,000. Ach, das geht doch noch. Ja. Prison Unit hat jetzt auch so einen Bulli. Hatten die den nicht vorher schon? Ja, ja, einen hatten wir. Wir haben von den Sachen, die wir nicht brauchen,
die sich aber gut fahren lassen, haben wir nur einen weiteren bestellt. Da gehört, wie gesagt, dieser Bulli dazu und der Caracara. Okay, okay. Ich habe jetzt mal gesagt, dass die Anmarkfahrzeuge kein PD-Kennzeichen bekommen sollen, sondern so ein Randy Bandy LS-Kennzeichen. Ja, natürlich, natürlich. Ja, halt kurze Frage, hat jemand unseren Busfahrer gesehen? Kommt? Nein, der Busfahrer ist weg. Ja, wollen Sie mal den Grizzly sehen? Den kannten wir bisher noch nicht. Den was? Den Grizzly. Ah. Den hatte ich noch angefordert. Weil den hatten wir ganz am Anfang. Der war aber jetzt nicht bei den Probefahrzeugen dabei. Da fahren wir davon noch aktuell nur zwei. Ich würde sagen, ein wenig chefmäßiger aussehender SUV. Ach, hey. Der hier, oder was? Oh, wow. Oh mein Gott, der ist riesig. Ja, ist auch ein reiner Zufall, dass er die Nummer 08 hat. Alles klar. Was hinter uns ist der Grizzly Master. Da gibt's aber... Ist das das gleiche? Ja, ist das gleiche. Ja, ja. Und den Landstalker, den hier haben wir abbestellt. Das heißt, der hier gehört dem SD. Das ist doch der Grizzly, bloß ohne Coupé-Form hinten, oder was? Das sieht ähnlich aus. Das eine ist ein Landstalker hier und das andere ist ein Grizzly. Na gut. Die sind sich schon ähnlich, aber der Grizzly ist deutlich runder und hat die sportlicheren Felgen drauf scheinbar. Ich will mal kurz telefonieren. Alter, stell mal vor, wie Marino hier durchdrehen muss, um die alle zu bestücken, ne? Okay, bestellt? Nee, wieso? So, Sie kommen bestimmt mit der Rechnung. Ich komme mit der Rechnung, genau. Also, es sind 65 Fahrzeuge gewesen, mal 869 Dollar pro Fahrzeug, die Überführung, kommen wir auf 56.485. 56.485. Warten Sie mal, ich glaube, Sie können mir das direkt in Rechnung stellen, außer Sie haben Automaten hier. Dann kann ich hätte den Automaten da. Na, dann gehen wir doch dahin, dann kann ich es vom Firmenkonto machen. Okay, genau, dann machen wir das so. Also, das ist ein kleiner Weg, den wir gehen. Naja. Und dann ist gut. So. Mensch, haben Sie ganz schön was zusammengekurrt, Morales, ja? Ja. Sieben Schiffe sind gekommen gestern. Sieben? Ja, müsste sich ja vorstellen. Sheriff Department hat ja auch gekriegt. Achso, und das ist alles jetzt noch nicht Sheriff, oder was? Nee, die Sheriffs haben gestern Abend noch abgeholt. Oder heute Morgen um 2:30. Ach du Scheiße, wie viel haben die denn geholt? Boah, das weiß ich jetzt gar nicht. Wie viel waren das? Ja. War auch ein paar Fahrzeuge. Ja, waren auch einige. Wir gehen hier oben durch. Ja, sie laufen immer noch so langsam. Warten Sie, ich richte mal den Schlüpper. Ich habe hier extra so einen Paletti-Schlüpper an. Moment. So, zack, jetzt geht's schneller. Dann gehen wir mal. Oder Sie können es auch direkt überweisen, denn dann machen wir das so. Ich kann das auch überweisen, aber genau. Von hier, also. Von hier zu uns, ja, ich gebe Ihnen die Kontonummer. So, der ist leider da hinten. Weil wir hier immer. Die Ware annehmen und dann kriegen die da immer gleich ihr Geld. Ja, das MD kriegt ja auch noch neue Fahrzeuge. Also die haben doch erst ein neues Krankenhaus noch bekommen, hm? Ja, ja. Da muss ich mich noch umsehen. Ist das jetzt das Pillbox, das umgebaute? Ja. Haben Sie das auch gemacht? Ja. Und wie finden Sie es? Ja, ganz gut. Wir mussten noch einige Änderungen vornehmen. Wir haben noch neue OP-Säle eingebaut. Und jetzt sind wir fertig. Seit gestern sind wir komplett fertig. So, dann gebe ich Ihnen gleich mal die Kontonummer, dann können Sie es gleich überweisen. Moment. So. Genau, sagen Sie mal. Das ist die 5844. 5844. 13. Betrag war? 56.485. 56.485. Jawohl. Wie viele Fahrzeuge waren das? 65. Ist rüber. Dann gebe ich Ihnen... Noch schnell die Papiere, dann gehen wir mal kurz ins Büro hier. Moment. Die 99 Farm. Die 21 Hört kommen. Okay, gut. Dann hole ich jetzt mal eben kurz die Papiere, dann haben Sie die auch alle. So halb korrekt, ja. So. Wo genau sind Sie? Und einmal hier die Papiere für die ganzen Fahrzeuge. Marino kriegt aber auch nochmal eine Durchschrift. Ja, dann den Ordner nehme ich direkt mit. Ja. Gut. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß damit, ne? Es freut die Kollegen einfach. Ja, das ist ja... Morgen geht ja noch zu Thailand, glaube ich, ne? Glaube ich. Ja, da kümmert sich jetzt Marino drum. Ja, genau, sagte er mir vorhin. Ja, ist jetzt an dem... für das Leistungspaket. Genau. Da wird er ein paar Wochen dran hängen, denke ich. Ja. Nee, gestern habe ich einen Anruf gekriegt, dass wir auf dem Weg sind hierher. Und dann kamen die Schiffe, ich weiß gar nicht, wann kamen die um... Boah, lassen Sie mich lügen, 23 Uhr. Da mussten sie ja noch eine Nachtschicht machen.
Ja, ich glaube, ich bin um 13:30 gegangen. Ach du Scheiße. So. Gut. So. Ja, und die anderen, jetzt, was sind die Interceptor und so und die anderen Granger? Nee, die Granger wurden ja nur neu nummeriert, glaube ich. Das macht Marino alles gerade. Ich weiß gar nicht, ich bin da auch raus da. Naja, ich gucke mal. Ja. Jetzt gehen wir zu den Interceptor, die werden von 10 Stück werden beschildert und 9 Stück bleiben bei Ihnen zum Zurückschicken. Gut, Mr. Lance, wenn was ist, einfach durchklingeln. Ne? Ich werde mal zu den unter meinen Jungs. Mach ich. Das ist mal eine neue Anschaffung, oder Chat? Also, der Grizzly gefällt mir ja richtig gut. Hier, der da hinten. Der ist richtig geil. Was ein Monster. Ich glaube, wir fangen von da hinten an, oder? Neue Kennzeichen. Hallo, Herr Hallo. Chef. Hallo. Kennzeichen. Rufen Sie gerade die Rekruten an? Genau. Mr. Rettig, Nabend. Sind Sie schon am Police Department? Großartig, wer ist alles bei Ihnen? Ja, fragen Sie mal gerade, weil dann muss ich die nicht auch noch anrufen. Ah, Mr. Potter ist da. Kriegen Sie ihn schon mal ab. Nee, nicht ins Büro. Vergessen Sie es. Ja, gut, weiß ich Bescheid. Danke Ihnen. Vier sind da. Wie viel sind es insgesamt? Nochmal ein großer Sprung, 7 oder 8. Na gut, wir hatten jetzt aber eine ganze Weile keine Rekrutenklasse, ne? Genau. Ach du Gott! Mr. Martin! Was ist das hier? Galle, Junge! Was ist hier denn jetzt? Mann hier! Ein Feini! Mein Gott. Abend. Ah, Mr. Tucker, ich grüße Sie. Ja, ja, ja. Ah, ja, sind wir jetzt hier durch endlich, ne? Wahnsinn. Ein paar Sachen kommen noch, aber ansonsten... 65 Fahrzeuge. Ja, 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 ja. Das ist so richtig. Wundervoll. Ja, ja. Ach, ja. Wie gesagt, ein paar werden noch nachgeliefert, ne? Was fehlt denn noch? 3 Alamox und... Ach, die Grizzlies wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Und dann fehlen noch die Riots, die Sicherheitstransporter. Mhm. Und noch irgendeinen Shurgen, keine Ahnung. Irgendein Panzerfahrzeug. Okay. Aber ansonsten, haben Sie es gesehen, weil es vorhin hier voll war? Ja, ich bin gerade angefahren in dem Moment. Katastrophe, ne? Wahnsinn, sah absolute super gut Katastrophe. Aus. Naja, gut, super gut, ne? Müssen so alle aus dem Container rausfahren. Das war nicht so schön gestern Nacht, ne? Das habe ich gehört. Aber ja, die SD-Leute haben gestern auch schon abgeholt, oder was? Die haben schon 14 Fahrzeuge geholt, ja, genau. Na gut, die brauchen nicht so viel. Ja, ja, genau. Jetzt warten wir nur noch, dass die alten Fahrzeuge hier dann wieder verschifft werden können. Aber dafür müssen die neuen erstmal weg, oh, und dann haben wir es. Kalle, komm ran! Ja, der ist mir gerade abgehauen. Kalle, komm her! Keine Schwäche zeigen! Der Hund von mir. Das riecht der Hund. Krawallkalle, ne? Naja, dann ist er einfach direkt darauf. Ja, zeigen Sie ihm, beißen Sie zurück. Ah, der ist taub. Der Jörg hat den 20 Jahre lang angeschrien, ne, den Hund. Ach so. Ja, ja. Na ja, gut. Darum hört er auch so. Echt? Super optimal. Genau. Mhm. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich glaube, okay. Die Fahrzeuge, die da drüben stehen, sind die, die wieder... Nee, noch nicht. Noch nicht? Da sind noch ein paar bei, da müssen noch ein paar weggefahren werden. Die ersten Interceptor müssen alle weg. Da haben wir nur die Kennzeichen neu gemacht. Mhm. Und das, ja, müssen wir mal gucken, warten wir mal. Naja gut, Sie haben ja ein Auge drauf hier, ne? Naja. Alles klar, perfekt. Gut, dann bis später. Danke. Adios, Adam. Alle, komm mit. Ah, grüß dich da. Willst du mir sagen, dass Lion einen verschissenen Hund spielt? Für mich wird er immer ein Furry bleiben. Das ist ein Monster. Er ist ja jetzt weg. Auch einen größeren SUV. Noch einen größeren SUV als den Grizzly? Ja, vielleicht gibt es einen Grizzly XL oder sowas. Da soll ich einen Berglöwen in Sicherheit bekommen. Also 7 kommen, 2 habe ich nicht erreicht. Okay. Die sind in 3 bis 4 Minuten am PD. Beziehungsweise zum Teil warten die schon da. Okay. Marino bleibt ja hier für die Überwachung, ja? Ja. Na, dann schnappen wir uns doch unsere beiden Grizzlies und fahren rüber. Nee. Dann sprechen wir nochmal kurz mit Marino, dass der das hier... Wo ist denn der? Da hinten? Ja, ich glaube da vorne, ja. Er kennt ihn am Block. Marino! Wir fahren schon mal rüber ins PD und schnappen uns beide Grizzlies da hinten. Alles klar. Ja? Das muss ich hier nur ein bisschen aufpassen, weil es gehen einige Fahrzeuge zurück. Ja, ja, genau. Wieder zurückgekommen.
Haben Sie da Obacht drauf? Ja. Ach, oh, einer hat schon Schlüssel geklaut. Er ist hier noch nicht angemeldet. Die sind entweder im Sheriff's Department oder zu viel. Ein Grizzly haben wir hier. Ja, können Sie gerne nehmen, dann nehme ich einen Scout oder so. Na gut. Das ist ein Panzer, Alter. Alter, ist das ein Panzer. Holy shit. Damit ist auch nicht pitten, damit ist einfach aus dem Weg. Aus dem Weg, du Spitch. Und der geht auch gut ab. Holy shit, der geht auch wirklich gut ab. Also für die Größe? Oh, nee, doch nicht. Naja, 120, 130, 150 wird er sicher fahren. Und das ist ohne Tuning. Der kriegt ja nochmal ein Tuning hinterher. Geil. Die neuen Fahrzeuge. Richtig geil. So. Butler bringt die gleich hoch. Mhm. Ich sammle mal die ganzen Ausbilder ein. Genau. Machen Sie sich noch kurz gemütlich. Ich gucke derweil in die Akten. Genau. Abend. Walkow, wollen Sie was mit mir? Grundsätzlich wissen, wann die tägliche Besprechung ist. Wir versuchen es heute noch einzurichten, aber wir haben gerade 75 Autos abgeholt. Ich hatte gerade schon von der Leitstelle davon. Und ist gut? Sieht gut aus, die Fahrzeuge? Ja, perfekt, wundervoll. Viel, viel besser noch. Fantastisch. Also sehen gut aus, sie müssen jetzt natürlich nochmal durchs Leistungspaket durch. Okay, verstehe. Gut, dann weiß ich Bescheid. Wenn eine Besprechung ist, die Punkte von Montag wurden wohl noch nicht so durchgegeben, wurde mir gesagt gestern. Sind sie auch voll im Bilde. War doch Besprechung? Da war ich eigentlich gestern. Montag hatte ich eine Besprechung. Aber gestern war ich nicht da. Aber ich habe ihre Punkte durchgeboxt, ja. Okay, wenn das mit dem Streifenblatt ist wohl immer noch aktiv, gestern noch mal schrecklich gewesen. Ja, dann müssen wir das den Leuten mal ein bisschen in ihren kleinen Sturm kommen. Entschuldigen Sie, nicht so viel Schreien da drin. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe keinen Uni jetzt in Campbell und Co. Wer ist denn da drin am Schreien? Hammond, glaube ich. Ich sag mal so, ich bin so weit getrieben, dass wir nicht angepackt haben. So. Hammond, wollen Sie mal nicht so viel schreien? Ja, Krüger. Hammond? Sie schreien? Ich starte im Büro. Sie, Boone? Ja. Dann schreien Sie nicht so viel. Boone. Ja, so Info, danke. Ja. Anzug verwechselt. So, alles klar. Dann, ich weiß nicht, ob es heute noch was ist. Haben Sie noch was auf der Liste? Also Streifenblatt nochmal. Ja, Streifenblatt, das war jetzt das Wichtigste, was gestern ist aufgefallen. Mhm. Sonst lief das soweit gestern ganz gut. Mhm. Keine Beklagnisse oder ähnliches. Alles klar. Gut, ich bin weg. So, Sie wollen zu mir? Ja, ich würde gerne kündigen. Dann kommen Sie. Perfekt. So. Ich kriege Anruf von Krüger. Ich rufe gleich zurück. Pipe PD beim Chief. Ja, ich wollte gerade kündigen, darum es wird bestimmt. Können wir dann gleich nochmal reden? Ja, gut. Ich brauche mal Ihren Namen. James Riley. Mr. Riley. Ihr aktueller Rang? Police Officer Rang 2. Also. Okay, dann würde ich natürlich gerne wissen, warum Sie kündigen, Herr Riley. Harry irgendwie überarbeitet. Die letzten zwei Wochen hat sich sehr viel nach Arbeit angefühlt. Und ja, ist gerade nicht mehr so meins. Okay. Haben Sie denn eine Alternative oder ziehen Sie weg? Ich würde erstmal ein bisschen Urlaub machen, ein halbes Jahr oder so in Frankreich. Ach so, na gut. Ja. Verstehe, das ist natürlich ärgerlich, gerade wenn Sie Officer Second Class sind, Mr. Riley. Haben Sie mal einen Vornamen für mich? James. Ah ja, James war es, genau. Ja. James Riley. Ja gut, so. Okay, Mr. Riley, falls Sie sich das anders überlegen oder nochmal eine Chance wollen, nehme ich das natürlich gerne auf. Und war, falls das dazu führt oder dazu kommt. Ansonsten wünsche ich Ihnen einfach viel Glück und schönen Urlaub. Vielen Dank und Ihnen noch weiter, Fuck. Dankeschön. Guten Abend noch. Ciao. Alles von gestern. Mexikanische Befreiungsfront. What the fuck? Willst du mich verarschen oder was? Das SD hat 14 Akten? Nee. Von 1127 Akten hat das SD 14. Gerade von Ihnen gesprochen. Chief, was gibt's? Mr. Perkins, sagen Sie mal, ja? Haben Sie ein getrenntes Aktensystem von uns? Nein, ich glaube nicht. Okay. Was meinen Sie?
Warum? Ich frage, warum, ob Sie ein getrenntes Aktensystem von uns haben oder ob ich die SD-Akten nicht einsehen kann. Nee, die Akten sind gemischt. Okay, dann möchte ich Sie jetzt darüber in Kenntnis setzen, dass wir von 1124 Akten 14 SD-Akten haben. 14? Ja. Und das ja, ist mir. Das ist man muss aber an der Stelle sagen, unsere Staatsanwälte vom. Ändern das SD-Abzeichen da weg. Ne, das steht da nicht drin. Okay, gibt es irgendwie eine Übersicht davon, dass ich mal mir einen Überblick machen kann? Also das wird, nee. Das, ich saß auch nämlich dran, weil wir gehen unsere Akten gerne durch, ja. Damit ich sehe, was meine Leute, da gab es nämlich mal eine Diskrepanz, ja. Da hat jemand Konfiszierungen aufgeschrieben, mhm. Die landeten aber nicht in den Lagerberichten. Okay. Und das heißt, er hat sich das, die Joints oder was in die Tasche gesteckt oder selber weggeraucht oder was weiß ich was. Okay. Da musste ich den konfrontieren. Hat er wohl nur vergessen reinzulegen. Dachte ich mir, okay, aber das ist der Grund, warum ich jeden Tag im Aktensystem bin, weil das Kürzel SD. Das geht dann weg, wenn die vom DOJ sind. Ja, genau. Kriegen wir das nicht hin, bei dem im Titel zu schreiben? SD und dann. Ja, kann ich machen. Ich glaube, das wäre mal eine schöne Maßnahme, damit man das für Sie auch leichter zuordnen kann. Okay, ja, das wäre toll. Also ich würde mich tatsächlich freuen, weil ich habe echt keinen Überblick über meine Akten. Ich gehe jede Akte durch, muss reinschauen, ist das VB oder SD, um dann die Arbeit meiner Leute durchzuchecken. Ne? Also es ist anstrengend. Ja, besonders wenn Sie die ganze Zeit nur PD-Akten öffnen. Ganz genau. Das heißt, wir werden vorne SD-Doppelpunkt und dann halt den Titel reinschreiben. Genau, SD und dann, genau, dass es einfach klar ist, dass es vom SD kommt, damit Sie das dann einfacher zuordnen können. Okay, mache ich so. Gebe ich aufs schwarze Brett und dann werden die Kollegen informiert sein. Fantastisch. Super, danke. Jo. Also, das verstehe ich. Da steht dann nicht die ganze Zeit SD. Weg, Vieh. Ach so. Ah. Sind Sie soweit? Perfekt. Kommen die Ausbilder? Ja, kommen Sie. Sie können schon quasi in Ihr Büro von dieser Seite. Ich schicke von der anderen Seite gleich die neuen rein. Hm. Haben Sie die Liste? Ich habe die Liste nicht und ich brauche auch noch mal eine Übersicht der offenen Dienstnummern, die wir haben. Ah, passen Sie auf. Ich schicke Ihnen jetzt die Liste. Mhm. Aha. So. Und das sind die offenen Dienstnummern, die wir haben. Ja, okay, die 9 und die 88 und die 31 lassen wir raus, aber ansonsten. Geh mal kurz auf die andere Seite, ja, ihr zwei. So, dann in der eben genannten Reihenfolge hier Aufstellung nehmen. Das ist der Chief of Police Lenz. Wird gleich noch ein paar Worte an Sie richten. Guten Abend. Kaiser und Elbig sind nicht anwesend. Stehen die in der Liste mit drin? Ja. Nummer 3 und 4. So, herzlich willkommen von mir auch nochmal. Mein Name ist Manfred Lenz. Ich bin Chief of Police. Das bedeutet, wenn Sie meine Position im Polizeidepartement nochmal erklärt bekommen wollen. Ich bin der höchste Exekutivbeamte im Dienst. Das gilt für gesamt San Andreas, also auch für das County im Norden. Die Sheriffs und die Beamten hier in der Stadt sind mir unterstellt und ich leite aber auch zusätzlich das Polizeidepartement Los Santos. Wenn Sie den Schritt hierher gemacht haben, dann weil Sie die Motivation haben, die Energie haben, sich als Polizeibeamter zu versuchen. Das bedeutet nicht, dass Sie von jetzt an ein vollwertiger Polizeibeamter sind, sondern Sie durchlaufen jetzt die Ausbildung. Wenn Sie motiviert genug sind und Sie neugierig genug und Ihre Fähigkeiten verwenden, um das erlernte Wissen auch anzuwenden, dann werden Sie es schaffen, nach 2-3 Schritten vollwertiger Officer Third Class zu werden. Aber statistisch ist es so, wenn Sie nach rechts und nach links gucken, dann sehen Sie einen Kollegen oder eine Kollegin, die die Ausbildung nicht schafft. Vielleicht sind es von 10 am Ende 2-3, die es schaffen. Wir werden sehen. Ich werde Sie jetzt gleich aufrufen. Sie kriegen von mir Ihre Unterlagen, eine Dienstnummer zugeteilt und Sie werden dann hinter mir von Officer Huckleberry zu den Ausbildern geführt und Sie können dann Ihre Ausbildung beginnen. Oksana Resnikova. Privet, Sir. Frau Resnikova, Sie haben alles zu lernen. Freut mich auch. Sie haben mich verstanden, ja? Da richtig, ich habe. Gut. So,
Dann nehmen Sie Ihre Unterlagen hier und wir geben Ihnen gleich noch eine Dienstnummer. Darf ich übrigens anmerken, dass ich habe schon viel von Ihnen gehört, von Mr. Rudolph. Ich habe mitbekommen, diese Podcast auf diese Bounce-App hat mir sehr gut gefallen, ich muss sagen. Ja, vielen Dank. War ich noch mehr Feuer und Flamme hier anzufangen? Frau Resnikova, ich sage Ihnen, was natürlich von außen nach innen betrachtet wird, sind immer noch Unterschiede von dem, was tatsächlich mit der Polizeiarbeit zu tun hat. Ja? Also hoffe ich, dass Sie diese Eindrücke nicht fehlinterpretieren und eventuell falsche Schlüsse ziehen. Resnikova Oksana, gut. Sie kriegen von mir die Dienstnummer 13. PD okay. 13. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Passierbar. Vielen Dank. Rettig, Rudi. Abend. Herr Rettig, Sie haben mich auch verstanden? Jawohl, verstanden. Fantastisch. Auch Sie kriegen hier Ihre Unterlagen. Vielen Dank. Und dann suchen wir Ihnen noch eine Dienstnummer heraus. Sie kriegen die Dienstnummer 29. Wie die 29, verstanden. Super, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Jawohl, ich danke Ihnen. Folgen Sie mir. Riedle Franz. Mr. Riedle, Sie haben Vorerfahrung? Das ist so richtig, richtig, ja. Gut, in diesem Zusammenhang werden Sie nicht direkt als Kadett anfangen, sondern als Recruit Officer und trotzdem noch die Endteile der Ausbildung durchlaufen? Selbstverständlich. Sie kriegen von mir die Dienstnummer 55. 55. Ist klar. Super, und dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Dankeschön. Ja. Knauer Uwe. Guten Abend. Mr. Knauer, auch Sie haben mich verstanden? Jawohl. Okay, dann nehmen Sie Ihre Unterlagen hier vom Tisch und dann schauen wir mal, welche Dienstnummer wir Ihnen geben können. 57, PD 57. 57, okay. Gut, dann viel Erfolg, Knauer. Dankeschön. Folgen Sie mir. Ja. Holloway Derek. Hallo, Sir. Mr. Holloway, muss ich Ihnen irgendein medizinisches Personal rufen, weil Sie sich die ganze Zeit am Kopf kratzen, oder ist das... Nee, alles gut, Sir. Verstehe. Hallo. Ist nur ein bisschen. Sie sind nervös. Ja. PD 98, 1041. Gut, Mr. Holloway, dann nehmen Sie Ihre Unterlagen. Alles klar. Sie kriegen Dienstnummer 60, 60. Oh, vielen Dank, Sir. Alles klar. Alles klar, dann viel Erfolg. Dankeschön. Folgen Sie mir. Martins Piet. Guten Abend, Sir. Mr. Martin, Sie haben mich auch verstanden? Ja. Fantastisch. Nehmen Sie Ihre Unterlagen vom Tisch. Ich schaue mal nach einer Dienstnummer für Sie. 73. PD 73. 73, ja? Korrekt. Super. Vielen Dank. Viel Erfolg. Danke sehr. Dann folgen Sie mir, Mr. Martens. Potter Eric. Guten Tag, Herr Lynch. Mr. Potter, Sie haben mich auch verstanden? Das habe ich. 14.4, wenn verfügbar, bitte nochmal bei der Leitstelle melden. Leitstelle Ende. Schauen wir noch nach einer Dienstnummer für Sie. Wo sind Sie? Die Kollegin sagt, wir sollen uns melden, wenn verfügbar, kommen. Na, schon 6.4. Könnte sagen, unterm Taumelumhang. Das ist nicht so schwierig, das richtige Haus zu finden. Wo sind Sie? Ja, mein Name ist auch magisch, der hat sich versteckt. War nicht witzig, Potter. Warum habe ich Sie hier nicht drin? Haben wir Sie schon mal eingestellt, Potter? Nein. Nein. Streife 6 für Leitstelle kommen. Warten Sie mal, habe ich Sie... Streife 6 für Ort kommen. Bitte einmal C19 für die Zwecks- und Verteilung kommen. Okay, einverstanden. Gucken wir noch. Leitstelle Ende. Ah ja, da sind Sie. Nun gut, Potter. Ihre Dienstnummer ist die 77. Oh Gott, ich habe es mir gewünscht, aber dass es in Erfüllung geht, freut mich jetzt umso mehr. Ja, vielen Zauberei. Dank. Zauberei. Dann viel Erfolg. Dankeschön. Kommen Sie, Potter, raus aus dem Büro jetzt. Jawohl. Ich muss mir die ganzen Sprüche einfach verkneifen. Oh Gott, Potter. Abflug. Nein. Schön. Okay, das sind jetzt, haben wir noch ein paar Altkarteileichen, die wir aufräumen müssen? Haben die alle Nummern verbraucht, die ich Ihnen geschickt habe, oder hat eine nicht? Da haben ein paar nicht funktioniert. Die 19 hat nicht funktioniert, die 28, die 34. Frage, warum haben wir noch eine 19 im System? Müssen wir mal nachschauen. Das ist eine gute Frage. 19 ist Hill, David, er ist noch nicht entlassen. Ah.
Kann sein, dass ich da. Er hat seine Marke aber bei Valkov abgegeben. Okay, dann muss ich nochmal ins System rein. Moment. Dann rausnehmen. Zack. Ist ein hartnäckiger, der Held. Ich kann ihn nicht kündigen. Warum kann ich ihn nicht kündigen? Haben Sie ihm eine Verbeamtung auf Lebenszeit gegeben? Nee, ich glaube, sowas geben wir nicht mehr raus. Ich kann ja schon mal im System seine Nummer auf XX ändern, dann wird die nicht mehr belegt. Das ist ja... Wenn Sie sich darum kümmern. Ich kann dann nicht mehr... So, vorhin habe ich aber jemanden kündigen können. Wen haben Sie denn gekündigt? Riley. Riley? Ja, Officer Second Class. Warum hat er gekündigt? Er hat gesagt, er will einen Urlaub machen in Frankreich. Deswegen kündigt er? Ja. All ambitionierte Urlaubspläne. Dann heißt das, wir haben die 80 wieder frei. Keine Ahnung, warum ich den Helden nicht kündigen kann. 89 Angestellte. 89. Der Traum von der 100 könnte wahr werden. Gerade bei Kündigungen sind... Mhm. Ich habe eine SMS bekommen. Gucken. Okay, Mr. Hill ist raus. Gucken wir mal kurz in die Personalakte. 19... Hill ist gelöscht. Taylor ist gelöscht. James Riley, genau, ist entlassen. Gelöscht. Ist die 80. Okay. Gut. Was für eine SMS haben Sie bekommen? Mal, ob ich sie finde. Officer Plumen hat sich gemeldet, um uns mitzuteilen, dass er aktuell diverse private Probleme hat und dadurch kaum bzw. gar nicht mehr im Dienst erscheinen kann. Er kann noch nicht vorhersagen, wie lange das noch dauert. Blumen, nach vorne? Ja, das war der mit den roten Haaren. Hatte ich den nicht schon gekündigt? Könnte sein, dass wir schon darüber gesprochen haben. Die ist jetzt ein paar Tage alt. War die PD 57? Ich glaube, den hatte ich schon gekündigt. Haben wir schon raus, genau. Gut, aber vielleicht muss die Personalakte noch gelöscht werden, wenn die Nummer nicht ging. Welche Nummer war das? 57. Nee, Knauer Uwe. Wurde schon vergeben. Dann haben wir da schon jemanden neuen angeschaut. Wunderbar. Gut, dann hat sich das auch erledigt. Das ist gut. Nee, 57 ging. 34 ging nicht, 19 ging nicht, 28 ging nicht. 34? Da müssen wir mal gucken. Wer hat denn 34 gehabt? Cody Anderson, ja, muss noch gelöscht werden. Okay. Moment. Anderson Cody. Der ist gekündigt. Aber die Personalakte existiert noch. Deswegen konnten wir die Nummer nicht vergeben. Okay. Und dann bei 28... War Blake. Den können wir ja auch entlassen. Genau, der hat ja gekündigt bei Ihnen. Er müsste auch entlassen sein. Ich glaube, es existiert auch nur noch die Personalakte. Ist wieder frei. Sehr gut. Okay. Top. Dann hatte ich Ihnen ja gestern, als ich noch nicht wusste, dass Sie nicht kommen, eine Liste mit Beförderungsvorschlägen geschickt. Mhm. Ach ja, genau. Die einladen. Ja. Dann schicke ich jetzt eine SMS. Dann melden die sich gleich bei Ihnen. Alles klar. 01 mit einer Information. Die tägliche Polizeibesprechung wird auf morgen verlegt und fällt heute aus aufgrund des späten Zeitpunkts. Wenn Sie Befindlichkeiten haben, kommen Sie bitte in mein Büro. 01 Ende.